Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna. Ich bin die Mama von Fünf Kindern. Also unser fünftes Kind wurde vor kurzem geboren. Ich habe auch einen Geburtsvlog dazu gemacht. Ich habe überlegt, ob ich noch einen Geburtsbericht mache und einen Vlog, da habe ich Stellen ausgelassen, nicht so im Detail irgendwie mehr dazu erzählt. Für mich war das super hilfreich jetzt in der Vorbereitung auf die Geburt. Ich habe mir viele andere Geburtsberichte angeschaut und deswegen habe ich gedacht, ich lasse auch einen da und ja, vielleicht kann sich da jemand irgendwas Nützliches mitnehmen. Ich hatte nämlich wirklich mehrere Einleitungsmethoden durch, da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Obwohl es mein fünftes Baby ist, bei mir ist es nicht so, dass dann das rausflutscht ohne Probleme oder so. Ich hatte viele Sorgen und Ängste auch, was die Geburt betrifft im Vorfeld. Ich erzähle euch, wie es bei mir gegangen ist. Also meine Geburten waren nicht alle komplikationsfrei und das dritte von den 5 Kindern, das war ein Kaiserschnitt. Also ich habe jetzt den Zustand nach Sektio gehabt sozusagen. Das bringt einige Komplikationen mit sich. Es dürfen nicht mehr alle Einleitungsmethoden verwendet werden. Zum anderen war ich jetzt in einem neuen Krankenhaus mit diesem Baby. Das hatte die Guideline, dass sie nicht gerne haben, wenn ältere Frauen über Termin gehen, das heißt über 40-Jährige, und ich bin 41, das heißt, das Baby musste raus. Aber auf welchem Weg, das war eben ein bisschen schwierig, weil ich schon mal einen Kaiserschnitt hatte. Ich erzähle mal so ein bisschen, was im Vorfeld passiert ist. Also, ich bin regelmäßig zur Kontrolle gegangen, zum CTG. Am Muttermund hat sich allerdings bei mir nichts getan. Also, es war jetzt kein geburtsreifer Befund. Und ja, der Gebärmutterhals war total lang. Wirklich alles durchprobiert sozusagen, um den Körper ein bisschen auf die Geburt einzustimmen. Ich habe wochenlang viele Gatteln gegessen, ich habe mich viel bewegt, habe heiße Bäder genommen, scharf gegessen, diverse Massagen, Akupressurpunkte, Sitzpositionen auf dem Ball, Wippen und so weiter. Eine Woche vor Termin, also in der 39. Woche, hatte ich auch noch bei der regulären Kontrolle im Krankenhaus eine iPol-Lösung. Es sollte dann also sozusagen am Termin eingeleitet werden. Ich habe auch schon viele Kommentare bekommen, dass jetzt die Einleitung nicht medizinisch notwendig ist oder war in meinem Fall und dass man ja auch Nein sagen kann. Es wird ja niemand gezwungen sozusagen einzuleiten, wenn man nicht möchte. Das stimmt. Allerdings, die Ärzte haben das auch so erklärt, beziehungsweise ich habe es dann auch gegoogelt. Das ist eine relativ neue Guideline, dass eben gerade bei älteren Gebärenden man nicht so viele Tage verstreichen lässt über Termin, weil das einfach die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen vermindert und einen guten Einfluss hat quasi auf den Geburtsverlauf, sowohl für das Baby als auch für die Mama und zum Beispiel die Kaiserschnittrate eigentlich senkt. Davor hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass nichts in Gang kommt und das tatsächlich dann wieder in einem Kaiserschnitt endet. Also dass da eben die Meinung der Ärzte ist, dass das eigentlich wirklich sinnvoll ist. Und zudem war das Baby, also das wurde schon immer relativ zart geschätzt. Das heißt, wir hatten einen Termin in der 36. Woche, da war es bei 2,5 Kilo, wurde das geschätzt und es ist dann nicht mehr so schnell gewachsen. Meiner Meinung nach, also ich hatte auch das Gefühl, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn es rauskommt sozusagen. Also es war immer aber fit, also ich hatte auch regelmäßig CTG-Kontrollen in den letzten Wochen und da war alles super gut mit den Herztönen. Also es war jetzt wirklich, niemand hat was gesagt, aber trotzdem, man macht sich ja auch Gedanken und Sorgen als Mama und man möchte ja, dass die beste Entscheidung für das Kind treffen auch. Und außerdem dachte ich persönlich, also wenn ich jetzt über Termin gehe und dann quasi jeden zweiten Tag zur Kontrolle komme und so weiter, dass mich das so unentspannt macht, dass dann sowieso die Geburt nicht von alleine losgeht und das wäre dann nur quasi eine Woche länger im Bauch und dann wäre sowieso die Einleitung fällig. Also ich hatte wirklich dieses Gefühl und deswegen dachte ich, ja, dann können wir es genauso gut auch am Termin machen. Allerdings, 2 Tage vor Termin hatte ich in der Nacht relativ viele Wehen und habe sehr wenig Schlaf bekommen. Sie waren nicht stark oder so, sie haben mich nur ein bisschen vom Schlafen abgehalten und das hat mich ganz stark erinnert an die Geburt meines vorherigen Kindes, des 4. Kindes. Da hatte ich das nämlich 3 Tage hintereinander, ohne dass sich irgendwas getan hat. Dazwischen waren wir sozusagen schon als falscher Alarm im Krankenhaus und sie haben uns wieder nach Hause geschickt. Nach der 3. Nacht bin ich dann nochmal hingegangen, weil ich einfach schon so entkräftet war und habe gebeten, dass sie ein bisschen nachhelfen. Und dann ging es eigentlich recht verloren, obwohl eigentlich nicht viel getan wurde. Ich habe mich dort einfach nur besser entspannen können. Ich habe einen Buscopan-Tropf bekommen, das ist ein krampflösendes Mittel. Und dann kam die Geburt in Gang und zum Schluss wurde noch ein bisschen mit einem Wehentropf nachgeholfen. Also das war die Geschichte der letzten Geburt und ich war dann schon wirklich, wirklich müde. Und ich dachte, wenn ich jetzt schon diese Wehen habe, bevor sich das Ganze wieder wiederholt wie letztes Mal, es sind sowieso jetzt die 2 Tage hin oder her, spare ich mir noch 2 Nächte
weitere Wiederholung und fahre gleich ins Krankenhaus. Ich habe angerufen und sie haben gesagt, ich kann gern vorbeikommen und sie können, also der Arzt wird es dann entscheiden, ob sie die Einleitung vielleicht um 2 Tage einfach vorziehen. Die Hebammen haben gemeint, die waren sowieso sehr, sehr entspannt und locker und haben gesagt, ja, man soll sich da nicht so verrückt machen, man kann auch nochmal heimgehen und so weiter. Und die Ärzte, die waren da immer so, ja, sie sind schon mal da, dann lassen sie uns doch dieses Baby bekommen. Und ich bin dann dort geblieben. Und ich bin froh, dass eben dieses Krankenhaus, wo ich jetzt war, dass das zumindest ein paar Methoden hatte, mit denen sie die Geburt einleiten würden. Selbst wenn man schon einen Kaiserschnitt hatte, denn das Krankenhaus, wo ich vorhin gefunden habe, die haben da gar nichts angeboten. Also sie konnten zwar dann die Wehen, wenn sie schon da waren, mit einem Wehentropfen unterstützen, aber geburtseinleitend haben sie gar nichts gemacht. Und auch in diesem Krankenhaus, da haben sie keine Medikamente sozusagen, aber sie hatten zumindest 3 Methoden mehr oder weniger, mit denen sie einleiten konnten. Und zwar zum einen war das so ein Katheter, also so ein Ballonkatheter, der den Muttermund mechanisch ein bisschen aufdehnt. Das war so ihr erstes Mittel der Wahl und dann eben noch den Wehentopf oder die Fruchtblase aufzumachen. Das waren ihre Optionen, die sie mir im Vorfeld gesagt haben, dass sie generell zur Auswahl stehen. Und dann habe ich eben diesen Katheter bekommen, den Ballonkatheter. Das sind eigentlich zwei kleinen Ballons mit Wasser gefüllt und die üben Druck auf den Muttermund aus. Und nach 12 bis spätestens 24 Stunden sollte der Ballon von selbst rauskommen. Das würde dann heißen, dass der Muttermund bei ungefähr 4 cm ist. Oder wenn nicht, dann kann man ihn auch wieder jederzeit ziehen und dann den Befund feststellen. Zum Beispiel bei vielen Frauen führt er auch schon zum Wehenbeginn. Das ist keine Sache, die von jetzt auf gleich geht. Und ich musste dann eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Ich habe den am Vormittag eingesetzt bekommen, habe weder beim Einsetzen noch danach, also hatte ich keine irgendwelche Beschwerden. Ich hatte eine sehr ruhige Nacht im Krankenhaus, habe mich gut ausgeschlafen, hatte auch keine Wehen. Also ich habe von diesem Katheter nichts bemerkt, keine Wirkung hat, keine Nebenwirkungen. Und ja, am nächsten Morgen hat er sich von selbst gelöst. Also ich war super guter Dinge und habe gedacht, ja, dann hat es ja wohl doch was gebracht, selbst ohne Wehen. Aber ja, die ernüchternde Diagnose dann war dann von den Hebammen, als sie dann nochmal gecheckt haben, war, dass einfach ja, das Gewebe schon ein bisschen vorgedehnt ist bei mir durch die vorangegangenen Geburten und dass da eigentlich nicht viel weiter gegangen ist. Also der Muttermund war jetzt so bei 2 cm oder so, also nicht 4, hat sich nicht so viel getan. Und dann haben sie gesagt, naja gut, wollen wir jetzt noch weitermachen? Also sie haben mich auch immer gefragt, das heißt, ich hätte auch jederzeit dann sagen können, nein, wir brechen jetzt ab. Und gesagt, na gut, dann probieren wir doch noch einmal den Wehentropf immerhin. Hat sich ja da ein bisschen geweitet und verkürzt, also wer weiß. Und der Wehentropf, der wurde dann schon also bei einer ziemlich starken Dosierung eingestellt, also bei diesen 10 Einheiten. Und jede Stunde wurde dann um 10 Einheiten gesteigert bis zur Maximaldosis von 40 Einheiten. Ich habe davon auch nichts gemerkt, ich habe keine Wehen bekommen. 4 oder 5 Stunden lag ich da und musste mit dem CTG und dem Tropf mich stündlich von einer Seite auf die andere drehen. Dann haben wir einfach gewartet und es ist nichts weitergegangen. Und nach Ablauf dieser Zeit war dann nochmal im Raum, also die Möglichkeit ist nochmal die Fruchtblase aufzumachen oder nochmal einen Tag zu pausieren und ja, heimzugehen. Ich hatte persönlich ein bisschen Angst davor, so das mit der Fruchtblase zu eröffnen. Da hatte ich schon mal nicht so gute Erfahrungen gemacht. Und zwar, das war dann die Geburt meines dritten Kindes, die in einem Kaiserschnitt geendet hat. Da ging es nicht so schnell voran, weil das Kind einen großen Kopf hatte und nicht gut ins Becken gerutscht ist und somit also nicht so viel Druck auf den Muttermund ausgeübt hat. Ich hatte starke Wehen und lang, aber ja, die Eröffnung ging halt langsam schleppend voran und bei 7 cm Muttermundöffnung wurde dann die Fruchtblase aufgemacht. Das Kind hat darauf mit einem Abfall der Herztöne reagiert, das heißt, bei den Wehen musste ich mich dann immer speziell hinlegen. Ich konnte eigentlich nur mal auf dem Rücken liegen, weil bei anderen Positionen hat das Kind einen Stress bekommen, das Baby, und die Herztöne waren nicht mehr so gut und dann ja, war das dann so eine Kaskade von Interventionen. Ich habe dann noch einen Wehentropf bekommen, damit es schneller geht, eine PDA und so weiter und irgendwann war dann der Muttermund komplett offen, das Baby ist trotzdem nicht weitergerutscht, die Herztöne waren eben nicht optimal. Dann wurde eben ein Kaiserschnitt gemacht und ja, der Kopf war eben auch zu groß und das Kind war ein Sternengucker, das heißt, es hat mit dem Gesicht nach vorne geschaut, anstatt zum Rücken der Mama und da kann es ja Stunden dauern, die Austreibungsphase, vor allem bei einem großen Kopf. Entweder hat sich da schon irgendwie verkeilt oder es hätte noch Stunden gedauert, die wir eben nicht hatten aufgrund der schlechten Herztöne und deswegen ist es mit dem Kaiserschnitt so gekommen und deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt nochmal die Fruchtblase aufmachen. Abgesehen davon, dann hat man immer nur eine bestimmte
Stunden Zeit, bis dann wirklich die Geburt stattfinden sollte. Irgendwie so. Das hängt auch davon ab, was das Krankenhaus für Guidelines hat. Also 24 Stunden, manchmal auch 48 Stunden, dann sollte das Baby geboren sein. Zudem muss dann spätestens nach 24 Stunden muss man einen Tropf mit Antibiotika bekommen, damit das Kind eben vor Infektionen geschützt ist. Und das ist ja auch nicht, ja, das wollte ich auch nicht unbedingt. Auf jeden Fall dachte ich dann zu dem Moment, sowieso geht hier nichts weiter. Mein Körper ist offenbar nicht geburtsbereit. Und wenn er gar nicht anspricht auf diese Methoden, dann gehe ich noch mal lieber heim und warte noch einen Tag. Und so ist es dann auch passiert. Zwei Nächte war ich zu Hause und dann war ich dann bei 40 plus 1 und bin dann nochmal zur Einleitung gekommen. Im Vorfeld, also wir waren dann an dem Punkt, mein Mann und ich, nicht sehr irgendwie hoffnungsfroh, dass die Einleitung gut funktioniert, weil es bislang nicht so war. Wir wussten nicht, was jetzt genau noch für Möglichkeiten uns offen stehen, weil ja alles schon durchprobiert wurde. Wenn sie nochmal mit Ventropf einleiten würden, dann haben wir im Vorfeld besprochen mit meinem Mann, dann vielleicht mit einer ganz geringen Dosierung, damit das dann Stunden, also nur einen halben Tag oder so, Zeit hatte zu wirken und dann vielleicht wirklich zur Reifung des Muttermundes beitragen würde, weil bevor das ja soweit ist, kann sich der nicht öffnen. Also der muss erstmal geburtsbereit sein, weich, verkürzt und so weiter. Und das ist ja bei mir gar nicht der Fall gewesen beim ersten Mal. Die Hebamme hat allerdings gesagt, also nach diesen ganzen Maßnahmen, die sie gemacht haben, es kann sein, dass jetzt in diesen eineinhalb Tagen, die ich zu Hause bin, das Ganze noch einmal so eine Nachwirkung hat, dass den Körper so ein bisschen geburtsbereit macht und dass es dann beim zweiten Mal besser funktioniert. An dem Moment habe ich mich daran erinnert, wie ich gedacht habe, beim letzten Mal hatte ich ja drei Nächte leichte Wehen und war dann so müde und das erspare ich mir diesmal. Dafür ging die letzte Geburt gut und schnell. Dann dachte ich, vielleicht habe ich es mir doch nicht erspart, sondern hätte ich das einfach drauf ankommen lassen, dann wäre es vielleicht diesmal wieder so gewesen. Es ist keine Wehe umsonst, auch wenn sie sich vorerst nicht, also wenn sie nicht geburtswirksam ist, trotzdem bewirkt es alles etwas, also es bereitet alles den Körper vor. Aber gut, nachher ist man immer schlauer. Es war diesmal ja auch nur eine Nacht, danach haben die Wehen aufgehört von alleine. Mittel guter Dinge sind wir dann zur zweiten Einleitung gefahren, also zum zweiten Termin. Ich wollte, dass nochmal ein Ultraschall gemacht wird, weil es heißt, dass die Plazenta gerade bei älteren Frauen, dass sie dann relativ rasch und plötzlich quasi nicht mehr so gut funktioniert und das Baby zwar noch halbwegs gut versorgt, aber dass es dann zum Beispiel nicht mehr ausreicht, um in Stresssituationen wie zum Beispiel unter einer Geburt, dass es dann quasi dass das Baby noch super gut versorgt wird mit Sauerstoff und so weiter. Und naja, nachdem seit zwei Wochen kein Ultraschall gemacht wurde, wollte ich auch schauen, ob das Baby gut gewachsen ist und dann vielleicht, falls die Einleitung wieder nicht so gut anschlägt, Entschuldigung, ich hoffe, das stört nicht, der träumt. Dass wir dann noch einmal abbrechen und noch einmal ein paar Tage nach Hause fahren oder so. Dann wurde eben noch mal ein Ultraschall gemacht. Das sah alles wieder ganz gut aus. Aber das Baby wurde auf knapp 3 Kilo geschätzt, also 2950 Gramm oder so. Das heißt, in den letzten zwei Wochen wäre es dann so um 150 Gramm oder so gewachsen. Ich fand das jetzt echt nicht viel. Und deswegen habe ich gedacht, ja, nein, wir machen jetzt Nägel mit Köpfen und wir schauen mal, was sie uns anbieten. Ehrlich gesagt, anfangs habe ich das Gefühl gehabt, die Ärztin, die untersuchende Ärztin und die Hebamme waren auch ein bisschen ratlos. Sie haben gesagt, naja, wie wäre es noch mit dem Ballonkatheter? Und dann haben sie gesagt, ach nein, das bringt ja nichts, das wird dann genau das Gleiche nochmal passieren. Also sie hatten ja schon alles. Und dann haben sie nochmal mit dem Oberarzt gesprochen und der kam dann noch einmal und hat gesagt, aus seiner Sicht wäre es das Klügste, doch die Fruchtblase zu eröffnen und auf einen natürlichen Wehenbeginn zu warten, nachdem wir das andere schon hatten, wäre das eben die Methode, die sie noch nicht probiert haben. Und wer weiß, vielleicht ist es ja genau das, was mein Körper in diesem Fall brauchen würde. Das Baby auch war schon mit dem Kopf fest im Bett. Das ist ja dann eine Voraussetzung dafür, dass das überhaupt gemacht wird, weil es ja sonst zu einem Nabelschnurvorfall kommen kann oder so. Und damit ja, waren wir dann einverstanden, das wurde dann gemacht. Ich hatte eine sehr, sehr bemühte Hebamme, überhaupt alle, das ganze Personal. Und sie war, ja schon, sie war schon etwas älter, sehr erfahren. Sie war relativ fresh, also sie hat sich kein Blatt vor den Mund genommen. Aber sie hat mir wirklich versucht auch zu helfen aus ihrem Erfahrungsschatz. Sie hat gesagt, also wenn ich mir sie so ansehe, dann glaube ich nicht, dass nur eine
offene Fruchtblase zu wehen führen wird. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht geglaubt, denn genauso waren meine ersten beiden Geburten. Ich hatte wirklich schon alles durch. Die haben mit vorzeitigem Blasensprung angefangen und da kamen die Wehen auch nicht von allein. Da wurde immer ein Tag zugewartet oder zwei und dann mit allen möglichen Mitteln nachgeholfen. Deswegen war ich da auch nicht so hoffnungsfroh und sie hat gesagt, aber wir werden das schon zusammen schaffen und sie wird mir da ein bisschen, sie wird mich unterstützen. Sie hatten also noch beim Eröffnen der Fruchtblase noch einmal eine Muttermundmassage gemacht und hat gesagt, alle paar Stunden muss ich jetzt zum CTG und jedes Mal, wenn ich dann sowieso zum CTG erscheine, dann soll ich noch einmal Milch abpumpen, denn sie hat gesagt, also dadurch wird das Hormon Oxytocin, also das Wehenhormon ausgeschüttet. Also damit zusammen, dann würden wir es dann vielleicht sozusagen schaffen, die Geburt in Gang zu bringen. Mein Mann ist dann nach einiger Zeit nach Hause gefahren, also wir haben ja noch vier andere Kinder, wir haben keine Familie, die in der Nähe wohnt und mussten uns sowieso sehr viel absprechen mit Freundinnen, die dann bei Bedarf, also wenn es dann losgehen würde, die Kinder nehmen würden. Wir hatten eine Freundin, die tagsüber aufpassen würde, eine, die nachts aufpassen würde. Dazwischen, also gerade so die Bettgehzeit der Kinder, da wäre es sehr ungünstig, wenn wir jemanden brauchen würden um diese Zeit. Und natürlich wollte mein Mann die Geburt nicht verpassen. Es wäre für mich auch schön gewesen, wenn ich ihn länger dabei haben hätte können oder wenn er mich dazwischen besuchen hätte können. Aber wie gesagt, bei uns ist das nicht so einfach möglich und er musste sehr, sehr viel organisatorisch schaffen, sich um die Kinder kümmern mit mir. Wir haben uns ständig hin und her geschrieben. Ja, ich war, glaube ich, für ihn auch relativ stressig die Zeit. Jederzeit in der Nacht auf einen Anruf zu warten, was jetzt ist und so weiter. Auf jeden Fall war ich dann allein im Krankenhaus und es ist eine Zeit lang mal nichts passiert. Also ich habe dann ein Zimmer bekommen und konnte mich frei bewegen. Also das war super. Das war ein ganz, ganz anderes Gefühl als die Einleitung mit dem Wehentropf, wo ich, wie gesagt, 5 Stunden nur gelegen bin, angeschlossen an Monitore und Kanülen und so weiter. Also kein tolles Geburtserlebnis. Und so war ich ganz, ganz frei, konnte mich quasi auf der Station bewegen, habe sogar einmal einen Aufzug in die Lobby gemacht. Ich sage auch gleich warum. Ich sollte das Krankenhaus nicht verlassen aus Sicherheitsgründen, aber generell war es sehr, sehr viel freier sozusagen mit Bewegungsfreiheit und so weiter. Und alle 2 bis 3 Stunden wurde nur eben für eine halbe Stunde ein CTG gemacht und ich habe Milch abgepumpt insgesamt 3-mal. Am Nachmittag dann, also das Ganze wurde dann um 10, glaube ich, wurde die Fruchtblase aufgemacht. Und kurz vor 2, da hatte ich so ein bisschen eine dunkle Stunde, weil ich war allein und habe gedacht, da geht jetzt wieder gar nichts weiter, ich spüre gar nichts und mein Mann ist nicht da und ja, ich sitze hier fest auf der Station und irgendwie bin ich gar nicht hoffnungsfroh, was den weiteren Geburtsverlauf beginnt. Da hat es mir auch sehr geholfen, mit einer Freundin zu telefonieren, die war ganz lieb und ich habe ihr geschrieben, ein Status-Update und sie hat mich angerufen, die auch lustigerweise ungefähr den gleichen Termin hatte wie ich. Es ist eine Freundin, die auch zusammen mit mir schwanger war. Und sie hat mich ganz, ganz lieb aufgebaut. Und es hat mir generell geholfen, so ein bisschen mein Herz auszuschütten. Jemandem, der es wirklich versteht, der sehr ähnlich in Lage ist. Lustigerweise, kurze Zeit darauf, habe ich bemerkt, dass ich Wehen habe. Also, die haben wirklich von alleine angefangen. Ja, ich habe mich super gefreut. Sie waren wirklich sehr gut aushaltbar, nicht sehr regelmäßig, alle 3 bis 10 Minuten und nur kurz, also für 30 Sekunden. Aber trotzdem so schon von Anfang an, dass sie ja nicht komplett einfach nur wie ein Hartwerden des Bauches waren, sondern wirklich schon so in kleinen Wellen gekommen sind und gegangen sind. Dann, wie gesagt, bin ich dann noch einmal kurz in die Lobby gegangen, um mich ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen, ja, um ein bisschen rauszukommen, auch wenn es nur für 10 Minuten ist oder so. Und da habe ich schon gemerkt, dass beim Gehen, dass wenn eine Wehe kommt, ist es mir unangenehm weiterzugehen, dann war es mir angenehm, einmal kurz durchzuschnaufen und kurz stehen zu bleiben. Deswegen habe ich gedacht, aha, das sind vielleicht wirklich nicht nur Übungswehen, sondern wirklich die echten, auch wenn es wirklich nicht schlimm war oder so. Somit war ich dann also viel besser gelaunt. Das war so gegen, weiß nicht, so 14 oder 15 Uhr an dem Tag. Um 17 Uhr bin ich dann noch einmal zum planmäßigen CTG gegangen. Also meine Wehen, das CTG-Gerät zeichnet meine Wehen eigentlich nie auf. Hatte ich noch nie bei keiner der Geburten. Also erst ganz zum Schluss bei den Presswehen kann man es ein bisschen sehen, aber also kann man es dann sehen, die Wehentätigkeit davor nicht. Die Hebamme hat gesagt, ja, sie haben eh keine Wehen und
alles unverändert, machen Sie mal mit dem Abpumpen zusammen, war es dann so kurz vor sechs, als der CTG dann fertig war und sie hat gesagt, bleiben Sie mal in dem Kreißsaal, wo Sie jetzt sind. Ich habe jetzt dann bald Schichtwechsel und dann, also um sieben war Schichtwechsel und dann kommt die neue Hebamme. Ich glaube nicht, dass Sie den Kreißsaal behalten dürfen, es ist relativ viel los. Sie kommen dann wahrscheinlich nochmal aufs Zimmer, aber kurz davor, also so um 19 Uhr, 19.30 Uhr, wird sie dann nochmal ein CTG machen und dann müssen Sie wahrscheinlich den Kreißsaal räumen. Und ich habe mir da schon so im Hinterkopf gedacht, ich weiß nicht, ob das so klappt. Aber ja, wie gesagt, ich habe die Wehen zwar gespürt, aber wie gesagt, ich konnte normal sprechen, man hat sie auf dem CTG nicht gesehen und so weiter. Und deswegen sah es eigentlich nicht so aus, als würde da irgendwie was weitergehen. Und dann war ich eigentlich in der Zeit ziemlich allein. Also ich habe schon meinem Mann gesagt, er soll möglichst rasch die Kinder ins Bett verfrachten. Ja, vielleicht lasse ich ihn noch ein bisschen zu Wort kommen, wie das für ihn war. Na, ich habe halt die Kinder abgeholt, viel mit den Kindern unternommen und dann hast du angerufen und dann habe ich halt alles möglichst schnell erledigt. Ich habe den Quinn eine Stunde früher ins Bett gelegt und die anderen Kinder auch ein bisschen früher und dann die Babysitterin. Ja, hat mir dann geschrieben, wir sind am Spielplatz, die Kinder helfen mir, den Quinn auszupowern, damit er einschläft eine Stunde früher. Ja, wir sind rumgerannt, damit er müde wird und er war dann auch echt müde. Dann ist die Babysitterin da gewesen, die habe ich genau 20 Sekunden geredet und dann bin ich losgefahren. Also nicht schlecht, ja, aber gut, wirklich gut, weil ich meine, hätte er sich Zeit gelassen, dann wäre es zu spät gewesen wahrscheinlich. Also auf jeden Fall war ich in diesem Kreißsaal, den ich nur kurz haben konnte und der war das Schönste. Also er war wirklich groß, mit Platz zum Bewegen, mit einer Wanne, die ich nicht gebraucht habe, aber wirklich schön gemacht und so, dass man sich wirklich gut entspannen konnte. Draußen war es schon dunkel und es war ruhig und es ist keiner mehr reingekommen bis halb acht. Bis mein Mann gekommen ist. Und so zwischen 6 und halb 8 sind die Wehen wirklich deutlich stärker geworden. Ich musste sie richtig veratmen und war froh, dass ich mich dazwischen bewegen konnte, mich ein bisschen da und dort aufstützen und so weiter. Also ich habe sie stehend und sitzend veratmet und bin aber wirklich gut damit zurechtgekommen. Und vor allem fand ich es super, dass ich wirklich große Wehenpausen hatte. Das heißt, ich hatte eine Wehe und dazwischen hatte ich 2 bis 3 Minuten. Ich kenne das auch ganz anders, auch gerade bei mir, weil bei mir des Öfteren mal mit Wehentropfen nachgeholfen wurde in den späteren Wehenphasen. Dann hat man oft eine Minute Wehe und dann vielleicht eine Minute, wo die Wehe erst abflaut und dann schon in der gleichen Minute auch schon wieder die nächste anfängt. Da kommt man gerade dazu, ein bisschen zu Atem zu kommen, bevor dann die nächste Wehe kommt. Und das ist wirklich sehr erschöpfend. Und in dem Fall war es dann quasi eine Minute dazwischen oder zwei hatte ich Zeit, um mich zu bewegen, um irgendwas zu holen, was zu trinken, was zu essen, meinem Mann was zu schreiben, wirklich mich ein bisschen durchzuschütteln, auszuspannen und so weiter. Und die absolute Schmerzfreiheit an sich, dass man sich komplett normal fühlt, zu genießen, bevor die nächste Wolle Wehe dann angerollt ist. Und das war, also das hatte ich, glaube ich, bisher bei keiner Geburt und deswegen fand ich diese Geburt nicht anstrengend im Vergleich zu den anderen. Also ich fand sie wirklich die am wenigsten anstrengende, also körperlich anstrengende im Vergleich zu den anderen. Natürlich, zum Schluss wird es halt eben unangenehm. Es wird einfach schmerzhaft und anstrengend. Das war genau der Zeitpunkt, wo dann mein Mann gekommen ist und zusammen, er ist zuerst gekommen und danach kam erst die Abendhebamme um 19.30 Uhr circa ungefähr. Ich war sehr froh, dass er da ist, also gerade so, wo ich in die heiße Phase gekommen bin, sozusagen gefühlt, da war ich sehr froh, dass er da war und mich ein bisschen unterstützen konnte, mir ein bisschen Druck auf den Rücken ausüben und ja, er war dann, hat gedacht, ach, es kommt ja schon mitten unter die Geburt hinein. Er war sehr froh, dass er es überhaupt sozusagen rechtzeitig geschafft hat. Und ein paar Minuten später kam die Hebamme und hat gesagt, so, wir machen jetzt das planmäßige CTG. Dann hat sie mich gesehen und hat gemeint, okay, wir machen zuerst den Muttermundbefund. Und dann habe ich mir noch den CTG-Gurt umgeschnallt, bin auf die Liege gegangen und dann hat sie gemeint, okay, es ist noch nicht komplett eröffnet, der Muttermund, aber ich denke, also bei Ihnen ist es so, das Köpfchen drückt schon total und ich glaube, es dauert wirklich nicht mehr lange. Und dann kam auch schon bei mir die Presswehen. Dann kam die zweite Hebamme dazu und die Presswehen waren in dem Fall relativ lang, weil die vorherige Phase so kurz war und da musste ja noch dieser ganze Gebärmutterhals weg in der Zeit, also der war ja noch bei 3
Zentimetern oder so. Der musste erst komplett verstreichen, musste sich der Muttermund öffnen und so weiter. Das ging relativ rasch und deswegen, das Baby hatte noch keine Zeit, auch nach unten zu rücken. Und dann kam schon die Presswehen. Die Presswehen finde ich also persönlich am unangenehmsten wirklich. Das ist also dieser Druck und die sind so lang und so schmerzhaft und so weiter. Was ich ganz toll fand, ist, dass die Hebamme mich so aufgebaut hat. Sie hat jedes Mal gesagt, oh, bei Ihnen wird es so schnell gehen, ich sehe das schon. Sie haben gesagt, an dem Abend hatten sie zwei Frauen zur Einleitung, mich und noch jemanden. Die andere Frau hat das dritte Kind bekommen und sie haben eine Wette gehabt, wie schnell es gehen würde bei uns beiden. Sie haben gesagt, ganz sicher noch vor dem späten Abend. Und lustigerweise, die andere Frau hat das Kind fünf oder zehn Minuten nach mir bekommen. Auf jeden Fall habe ich mich durch ihre Worte sehr, sehr aufgebaut gefühlt, wirklich mitzupressen und mitzumachen. Wie gesagt, also so 1935 oder so war sie dann da. Und um 1957 wurde dann das Kind geboren. Also unser Quentin. Also ich war bis zum Schluss aktiv. Ich habe dann die Presswehen auf der Seite liegend verarbeitet und habe das Bein selbst gehalten. Und die Hebammen haben auch gefragt, ob ich Positionen wechseln will. Auch in den Vierfüßlerstand, also wie ich wollte. Also niemand hat dann gesagt, ich soll mich in eine spezielle Geburtsposition begeben. Und der Arzt war auch nur kurz da und hat geschaut, ob alles passt. Also das heißt, es war wirklich irgendwie super natürlich, obwohl es eine Einleitung war. Also bis zum Schluss ging es eigentlich ohne weitere medizinische Intervention nach der Sprengung der Fruchtblase. Und ja, da bin ich sehr froh drum. Die Hebammen haben auch nachher gesagt, sie sind sehr froh, dass sie leiten gerade bei Mehrgebärenden nicht so gerne von Anfang an mit dem Wehentropf ein. Und deswegen, also das ist noch ein weiterer Vorteil bzw. eine weitere Komplikation, die dann umschifft werden konnte. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar. Also ich hatte keine Geburtsverletzungen und die Pressphase war jetzt, also 20 Minuten war für mich persönlich lang, aber hat sich trotzdem komplett im Rahmen gehalten. Ich habe die Geburt als sehr, sehr schön in Erinnerung. Ich war danach auch komplett fit, weil sie relativ kurz gedauert hat, mit Pausen zum Verschnaufen. Also dann konnte ich wirklich das Baby sehr genießen und ja, die erste Nacht. Ich hatte auch keine ganze Nacht Wehen oder so und war dann eben, wie gesagt, nicht so müde, weil ja, das alles Ganze hat sich eben nur am Tag bzw. am Nachmittag abgespielt. Ich bin auch froh, dass das Baby offensichtlich, also das hatte keine Probleme mit der Fruchtblase, also das CTG war immer sehr gut, es hatte immer gute Herztöne. Oft ist es ja so, dass es dann gerade in der Pressphase oder in den stärkeren Wehen so stark zusammengedrückt wird, weil es eben schon ohne Wasser im Bauch ist, dass es dann für das Baby stressiger ist, aber in dem Fall hat es das wirklich super gut gemacht. Und dadurch, dass das Ganze weniger als 18 Stunden, wie Sie gesagt haben, gedauert hat, also Sie haben gesagt, 18 Stunden das Krankenhaus, hatte ich Zeit, um selbst Wehen zu entwickeln, sonst würden Sie eben nachhelfen nach der Blaseneröffnung und dann würden auch Antibiotika ins Spiel kommen und das bin ich auch froh, dass es ohne Antibiotika fürs Baby gegangen ist. Das Einzige, was er hatte, als er geboren wurde, waren so 6 oder 7 richtig große Kratzer am Hinterkopf. Das war einfach da von diesem Haken, mit dem sie die Fruchtblase aufmachen. Da hat er offensichtlich ein bisschen was abbekommen, aber die waren schon eigentlich schon verschorft und sind ganz gut abgeheilt in den nächsten paar Tagen. Er hatte 50 cm und 2920 Gramm. Das heißt, diese Schätzung, die Ultraschallschätzung am gleichen Tag mit 2950 Gramm war sehr, sehr korrekt. Das hatte ich übrigens bei den anderen Kindern auch. Also meine Kinder wurden kurz vor Termin immer sehr, sehr korrekt geschätzt, das Gewicht. Deswegen habe ich mich auch irgendwie darauf so verlassen, also auf diesen Ultraschall. Oft sagt man ja, das hat wirklich große Abweichungen, aber bei mir hat es gestimmt. Und ja, damit komme ich auch schon zum Schluss. Ich hoffe, ihr habt euch vielleicht was mitgenommen und ich freue mich immer über eure Geburtsgeschichten und Geburtsberichte. Dann verabschiede ich mich an der Stelle. Mit den nächsten Videos geht es dann normal weiter mit Haushalts- und Mama-Alltag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss!